Moin! Moin! Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Thief Simulator und ich sag's euch, heute habe ich es im Blut, wir nehmen es wieder mit der Softwarefirma auf und ich sag euch eins, heute nehmen wir die aus und zwar wie eine Weihnachtsgans. Ich bin heiß drauf, ich habe richtig Lust. So, dann gucken wir doch mal gerade. Ach, wo war denn gleich die Quick Lounge, da. Tada! Wir haben nämlich den großen Hacker-Laptop. Und damit machen wir uns jetzt ein Späßchen. Mr. Gorbatschow, open this gate. Das Tor umgangen. Oh, 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 er kommt genau hierher. Da warten wir doch noch einen kleinen Moment, bis er wieder weggeht. Hallo, Mister. Ich bin nur ein Besucher, der hier mal eben schaut, wieso dieses Tor plötzlich von alleine aufging. Ist mir alles etwas schleierhaft, wie das sein kann. Aber das macht ja nichts. Sie verstehen das ja sicher. Okay, das war ein bisschen sehr voreilig. Es war ein bisschen sehr voll, ich gebe es zu, aber das macht nichts. Einmal geteasert werden für Mr. Hepti. So muss das sein. Ja? Einmal getasert werden für Mr. Hepti. So, jetzt machen wir nochmal hier die ganze Aktion. Pumpel die Pumpel. Welches ist der Kumpel? Das Ganze geht jetzt auch ein bisschen flüssiger. Und jetzt ist noch kein Wachmann da. Kamera sichtbar machen, dass wir nicht später dummdödelig da durchlaufen. Nein, da war die andere Kamera. Dummdödelig da durchlaufen. Das war das Stichwort, ja? Und was mache ich? Ich laufe dummdödelig da durch. Oh oh. Nummer 2 für Mr. Hepti, denn er freut sich jedes Mal, wenn ich getasert werde. Okay, okay. So, Mr. Hepti, das war's. Die zweimal habe ich dir gegönnt. Ein drittes Mal wirst du in dieser Folge nicht erleben. Nein, nein, nein. Nein, 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 oh nein. Nochmal tasern, das darf nicht sein, oh nein. Großer Schmerz und schrecklicher Pein. Er kam aus Düsseldorf am Rhein. Ach nee, das war was anderes. Bam, bam, bam. Und hier fliegt der Code nur so durchs Haus. Bam. Okay, wir müssen dran denken, wir haben nicht nur diese Kamera, sondern wir haben auch noch diese Kamera. Und wenn wir uns nicht erwischen lassen wollen, dann wird es sehr, sehr wichtig sein, sich zu beeilen. Warte, was war das? Bäh, schwarzer Geldbeutel. So, jetzt räumen wir hier mal richtig aus. Und jetzt haben wir auch einen Weg zu flüchten. Ja, komm, wir halten uns gar nicht lange auf. Wir machen einfach mal die Taschen voll und dann kommen wir gleich wieder. Alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Na gut, die ganz billigen Sachen nicht. Aber hier, so eine kleine Maus für 700 Dollar finde ich ganz gut. Nimmt nicht so viel Platz in der Tasche weg. Ja, 800 Dollar Tastatur geht auch. Noch eine 700 Dollar Maus. Nein, Inventar ist schon voll. Alles klar, dann schnappen wir uns doch hier noch so einen 4000 Dollar Server. Ob der noch 4000 Dollar wert ist, wenn wir ihn irgendwie runterwerfen, das weiß ich noch nicht so genau. Aber das werden wir gleich herausfinden. Adieu. So, da kommt ein Wachmann, der bleibt da stehen. Da hinten ist der andere. Oh, 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 oh.
dreht sich wieder um. Nicht vergessen, er ist der Sicherheitsmann. Und er lässt nichts an sich ran. Er ist zu allem bereit. Und das mit Sicherheit. Verdammt, warum läuft er jetzt noch da? Oh, 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 oh. Ach gut, er läuft wieder weg. Nein! Nein! Warum hat er mich gesehen? Warum hat er mich gesehen? Mr. Hepti, 13-0 für dich. Mann, ey. Oh nein, wieso ins Menü? Ich will nicht ins Menü. Mann, ey. Mann, ey. Was habe ich wieder gemacht? Ich habe mich wieder nicht an meine eigenen Vorgaben gehalten. Ich muss einfach bei Nacht einbrechen. Immer das Gleiche mit mir. Immer das Gleiche. Es ist Nacht. Wie praktisch. Nein, es ist Morgendämmerung, oder? Ja, es ist Morgendämmerung. That's the problem. That's the problem. We need to sleep a little bit. Sleep for a while. I think it's a good time to sleep and the whole day is gone away. Yes. In the early evening. Yeah. Or the late evening. So. Der Hacktop. Hacktop, Laptop. Bung. Wieder Kameras markieren, damit wir nichts vergessen. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wo jetzt gerade diese zwei Söldner unterwegs sind. Das gilt es jetzt im Zweifel herauszufinden. Aha, im Haus ist auf jeden Fall einer. In the house. Sicherheitssöldner ist in the house. Oh, was ist denn hier mit meinem Greenscreen passiert? Besser. Viel besser. So. Also, rein da, Taschen voll machen. Alles mit. Egal was. Nur nicht die ganz billigen Sachen. So, wo steht der Server? Der 4000 Dollar Server, der muss mit. Wo ist er hin? Junge, wenn ich dich noch fünfmal fallen lasse, dann war es das aber mit Server. Hat sich's ausgeservert. Oh, es steht drauf. Problem ist nur, ich sehe gerade nicht die Wachleute. Ich weiß nicht, wo sie sind. Aber ich bin nicht im Blickfeld. Sie sehen mich gerade nicht. Gerade nicht, gerade nicht, gerade nicht, nicht, nicht. Wenn ich auch nur ansatzweise wüsste, wo die Schweinehunde sich verstecken. Yes, 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 yes. Softwarefirma. Booyah! That's it. Ah, herrlich. Server steckt im Auto für 4000 Dollar. So, können wir hier ein paar Sachen umlagern? Ne, ist zu viel. Wir bringen die Sachen erstmal weg. Erstmal verkaufen fahren, erstmal verkaufen fahren. Und dann holen wir uns mehr, mehr. Wir holen uns noch mehr. Wir rauben die ganze Bude heute aus. Ja! Nach Hause. Erstmal gucken, was Black Bay sagt. Bäh.
Bam, 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 bam. Okay. Yeah. Das wird gut. Wir haben aktuell 44 Dollar auf dem Konto. 44 Dollar, denkt daran. Hier, 44 Dollar ist unser Kontostand. Mal gucken, was wir gleich haben. Okay, Black Bay hat scheinbar kein Interesse an unseren Sachen. Dann fahren wir direkt zum Auktionshaus. Halt, wir müssen das ganze Zeug entsperren, oder? Ah, nur die zwei Laptops. Ja. Ja, let's fetz 44 Dollar und wir machen jetzt gleich bei LAP Hawking, der hier mein Fundlayer des Vertrauens ist. Ja, wir haben da so ein Agreement, versteht ihr? Der hat irgendwann nicht mehr geglaubt, dass das ganze Zeug aus meinem Erbe stammt, was ich vorbeibringe. Und haben wir so ein Agreement gemacht, dass er quasi ein bisschen was behalten darf und dafür verdickt er die Sachen für mich. 4000 Dollar, ja! Verkauft! 1200, 2000, 2000, 2000, 800, 700, 700, 800, 800. Booyah, wir haben 15.044 Dollar mit diesem einen ganz schnellen Raub und wir ziehen direkt wieder los. Auf geht's, nochmal zur Firma. Softwarefirma willkommen. Industrial Street. Ich würde so gerne den Wachmann markieren, damit ich die wieder im Haus rumlaufen sehe. Naja, gut. Da, 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 da. Wir holen uns. Da steht gleich nochmal ein 4000 Dollar Server. Na, da wollen wir uns mal nicht beschweren. Oh, das war zu laut. Wie, da stehen schon wieder die Rechner alle. Aber ich will mal hochgehen. Ich will mal gucken, was oben ist. Oh, hier ist auch alles voller IMAX und so. Ich bin eindeutig zu laut. Fühle mich zu sicher. Fühle mich zu sicher, aber das macht nichts. Aha, dann holen wir doch mal unseren Hacker-Laptop. Da, da, da. Bam. Was haben wir denn jetzt gehackt? So. Offensichtlich nicht das. Ich will doch da rein. Scheinbar brauchen wir eine Keycard dafür. Wie auch immer die aussieht. 10 Dollar Gemälde. 1500 Dollar. 1800 Dollar. Oh, schicker Fernseher, aber sehr aufwendig. 4000 Dollar. Ah, das muss ich wieder tragen. Das ist blöder zu tragen als der Server unten. So. Gucken wir mal, was hier noch so rumliegt. Ja, gerade zu billig die PCs hier. Ein Scanner. Na,
Ansonsten stacken wir erstmal wieder Monitore ein hier. 2000 Dollar Monitore, die lohnen. Und 600 Dollar Mäuse, die lohnen auch. Oh, 2000 Dollar Software, die ist auch gut. Nein, das 25 Dollar Maus, was habe ich denn da gemacht? Komm schon. Jawoll. Jawoll, egal was da drin ist, du wirst mir allein. Oh, ich höre Schritte. Wieso höre ich Schritte? Egal, was da drin ist, das ist gleich mir, wa? Jetzt aber. Festplatte 60 Dollar. Boah, Arbeitsdaten 2900 Dollar. Ah, nur 600 Maus. Nee, 600 Euro Maus geht nicht mehr rein. Nicht mal mehr hier eine 1200 Geldbörse. Nein, alles voll. Alles voll. Hier geht gar nichts mehr. Alles klar. Dann kann ich ja nur noch einen Server mitnehmen, würde ich sagen. Lange da stehen bleiben. Nee, er läuft genau jetzt weg. Wo gehst du hin? Verdammt. Er dreht wieder um. Fukushima. Das ist aber schwierig hier. Nicht hergucken. Geh wieder weg und guck nicht hier hin. So ist brav. Hätte mich ganz kurz sehen können, aber. Verzieh dich doch. Verzieh dich. Mach eine Biege. So ist schön. Es ist die falsche Richtung, trotzdem ist es gut. Ich muss schnell hier hinter, bevor der sich dreht. Okay, das hat geklappt. Da läuft eine ganz blöde Route, läuft der gerade. Komm schon. Oh, die Polizei. Sie haben die Polizei verständigt. Sie haben mich weglaufen sehen. Jetzt heißt es einsteigen. Und ab durch die Mitte. Yeah, Funhaus. No limits. Welcome back. Verkaufen. Achso, Laptop ist wieder gesperrt, verdammt. Wenn ihr wollt, dass ich das nächste Mal in die große fette Villa einbreche, dann schreibt das doch in die Kommentare. Und wenn ihr stattdessen wollt, dass ich lieber in das Geisterhaus einbreche, das es hier noch gibt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Schreibt Villa in die Kommentare für Villa und Geist, wenn ihr in das Geisterhaus wollt. Ich danke euch. Bis dann, euer Rutschrein 80. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Und danke für die Likes.